Dieses Video richtet sich an jeden, der in die Unterwasserfotografie oder Filmerei einsteigen möchte. Und dazu zeige ich euch ein solides Setup für den perfekten Einstieg. Los geht's! Ja Leute, ihr wollt eure Erlebnisse von Unterwasser mit nach oben bringen und wollt jetzt endlich einsteigen zu filmen oder zu fotografieren und das Ganze unter Wasser. Ich selbst bin selber mit einer Kamera unterwegs, meistens mit dem großen Schlachtschiff. Fast alle meine Tauchgänge habe ich nur noch die Kamera dabei. Aber ich selbst habe angefangen auch mit einer Actioncam, denn da kommt man vielleicht irgendwann mal hin, aber für den Anfang ist das immer sehr, sehr gut. Ich selbst benutze auch Actioncams immer noch, wenn das einfach nicht optimal ist, zu groß ist, zu sperrig oder ich habe die einfach immer in der Beintasche, so dass, wenn ich doch mal was erlebe, was ich filmen will, was ich nicht gedacht hätte, dass ich das unter Wasser sehe, dann ist die immer in der Beintasche. Und jetzt müsst ihr euch fragen, natürlich in welche Richtung soll es gehen? Unterwasserfotografie oder Filmerei? Aber da kann man ganz gut schon mit einer Actioncam starten, denn die können heute fotografieren und Film. Natürlich sind sie mehr für das Film ausgelegt als fürs Fotografieren. Aber wenn man ein paar Eindrücke mit nach oben nehmen möchte, der es vielleicht seinen Eltern oder wem auch immer zeigen möchte, ist das schon mal sehr, sehr gut. Wenn man natürlich mehr in die Fotografie geht, zeige ich euch nochmal andere Setups. Wir starten jetzt mit der Actioncam, weil das ist optimal für euch als Einsteiger und auch für die Leute, die sagen, das ist mir zu groß, ich will nur Erlebnisse mitbringen. Ja, ihr könnt natürlich sagen, ich nehme einfach so eine Actioncam. Da gibt es ein paar auf dem Markt mittlerweile. Lange verbreitet gab es die GoPro. Was mir an der GoPro mittlerweile immer nicht gefällt, ist, dass man extra Gehäuse braucht, je nach Tiefe. Dann werden die Gehäuse immer teurer. Deswegen habe ich mittlerweile auch die Paralens Vaika. Die finde ich ziemlich cool, weil sie einfach fürs Tauchen entwickelt wurde und man kann einfach hier sich auch im Video die Tauchtiefe und Tauchzeit anzeigen lassen, was manchmal sehr charmant ist. Und sie ist sehr klein und schmal, das gefällt mir an der auch ziemlich gut. Deswegen habe ich diese mittlerweile im Einsatz. Natürlich andere gehen auch. Wenn ihr sagt, ihr filmt einfach nur, sind da sehr verwackelte Bilder, wenn ihr die so in der Hand behält. Deshalb geht man irgendwann einen Schritt weiter und sagt, okay, ich möchte vielleicht nicht so verwackelte Bilder. Viele setzen sich das gerne hier an die Maske. Finde ich kein optimaler Ort für eine Kamera, weil man guckt einfach zu viel und bewegt sich zu viel. Hier gehen die ganzen Blubberblasen vom Atemregler hoch. Deshalb bin ich mal ein Freund, sie in der Hand zu haben. Und dazu hat zum Beispiel Paralens auch so einen Griff, wo man sie reinbauen kann und hat sie hier ein bisschen stabiler. Ist so ein Pistolengriff, wäre eine Möglichkeit, was man machen kann. Wenn man jetzt sagt, ich möchte schön ruhige Kamerafahrten haben, das soll alles ein bisschen ruhiger, nicht so verwackelt sein, wie viele Videos im Internet eine große Katastrophe sind, dass sie so verwackelt sind, braucht man so einen Kameramount, den blende ich euch mal hier ein. Und mit diesem Kameramount könnt ihr die Kamera sehr schön ruhig und stabil führen und habt einfach nochmal eine Stabilität. Der weitere Vorteil von so einem Kameramount ist, ihr könnt zusätzliches Equipment ranbauen, denn egal wie gut jede Kamera ist und auch die großen Kameras, seht ihr, ist das Wichtigste natürlich auch Licht. Denn ihr selber wisst es von eurem OVD, umso tiefer wir gehen, umso mehr verschwinden die Farben unter Wasser. Und deshalb brauchen wir Licht. Und gutes Licht macht viel aus. Ihr solltet ein Videolicht benutzen, was ein großes Flutlicht ist, dass ihr wirklich viel ausleuchtet. Jetzt machen viele einen Fehler und bringen dieses Licht direkt neben die Kamera. Der große Nachteil ist, man hat den Schein immer in der Linse oder man leuchtet die Schwebeteile zu doll an und dann erkennt man auch schon wieder nichts mehr auf der Kamera, weil einfach die Schwebeteile angeleuchtet sind. Deswegen finde ich es auch keine gute Option, die direkt an die Lampe zu setzen, sondern immer ein bisschen weiter weg von der Lampe und sogar am besten so weit Abstand wie geht, so weit von der Seite wie möglich. Denn so seht ihr auch bei der großen Kamera, ich habe hier sie fast über einen Meter Abstand weg und umso mehr die Schwebeteile, umso weiter kann ich weggehen. Und so könntet ihr einsteigen, dass ihr zum Beispiel entweder mit einem Licht schon mal startet und das darüber positioniert. Am besten ist natürlich,
Dann gehen wir schon einen Schritt weiter, zwei Leuchten zu haben, die von beiden Seiten kommen, so dass ihr keinen Schattenwurf habt, weil die Actioncams sehr weitwinklig sind und deswegen brauchen wir meistens zwei Leuchten. Und da könnt ihr am Kameramount arbeiten mit solchen Armen. Da gibt es solche Arme mit Ballmounts und die werden mit solchen Klemmen festgemacht. Und diese Klemmen, die kann man auch hier gut verbinden. Habt ihr also die Möglichkeit, das mit dem Kameramount zu verbinden. Je nach Gewicht, gerade diese Lampen wiegen ja sehr viel, braucht ihr unterschiedliche Arme. Ihr seht, hier habe ich sehr dicke Arme, die sehr viel Auftrieb haben. Man kann aber auch natürlich solche Auftriebskörper sich kaufen und die raufstecken, je nach Gewicht, und kann das anpassen, so dass das ganze Setup am besten neutral im Wasser ist. Das wäre das, was wir uns natürlich wünschen, dass es nicht zu schwer ist, wie so ein Bleianker. Das wäre schon ein richtig feines Setup. Kameramount mit den Armen und den Lichtern. Dann habt ihr wirklich ruhige Kameraführung, schöne Ausleuchtung und keine verwackelten Bilder. Und wenn ihr das Ganze jetzt filmt und euer Anspruch an die Fotos vielleicht nicht so groß ist, könntet ihr aus dem Film heraus auch die Bilder schneiden oder ihr verwendet das Filmmaterial. Was ich gerne auch mache, wenn ich einfach die Kamera dabei habe, weil ich sage, ich möchte einfach Informationen mit nach oben bringen, und da soll jetzt vielleicht nicht das schönste Bildmaterial sein, aber ich möchte einfach Erinnerungen mit hochnehmen, dann gibt es solche Scooter-Mounts, weil ich gerne Scooter, kann man den auf den Scooter-Mount packen, hat die Kamera drauf und kann hier sich vielleicht auch selber filmen, wenn man sagt, ja, ich will hier ein Selfie von mir für TikTok oder so, dann kann man dann sich selber filmen beim Scooter, kann das Ganze auch drehen, kann zur Seite filmen, sein Team daneben. Und da hat man auch schöne Möglichkeiten, ruhige Kameraführungen zu machen. Man könnte sogar auch beim Taucher hinten an einem Doppelpaket festmachen oder an einer Monoflasche mit so einem Gurt und könnte nach vorne filmen. Hätte auch Vorteile, um vielleicht da schöne Effekte zu filmen. So Leute, dass ihr jetzt wisst, was ihr braucht, möchte ich euch nochmal im Detail zeigen, was ihr in welchen Mengen braucht. Natürlich schreibe ich euch in die Beschreibung eine kleine Einkaufsliste, dass ihr das gleiche Setup, was ich in groß habe, auch in klein für eure Actioncam bauen könnt. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist natürlich eure Kamera, in dem Fall bei mir die Paralens, dann zwei solcher Arme. Da müsst ihr natürlich auf die Auftriebskörper achten, wie schwer eure Lichter sind. Diese zwei Auftriebsarme, dann braucht ihr vier dieser Klemmen, denn ihr geht zweimal an den Kameramount und dann braucht ihr nochmal zwei Klemmen, weil ihr jeweils an die Lampe geht. Das heißt, würde dann so aussehen, zack, zack. Und dann habt ihr das hier und das Ganze auf der anderen Seite auch, um den Abstand zu haben vom Kameramount. Ja, je nachdem. Wenn ihr sagt, ihr habt kleine Arme, könnt ihr euch noch diese Auftriebskörper kaufen. Je nach Gewicht gibt es die auch einzeln und ihr könnt immer, je nach schwerer es wird, einzelne Dinge dazu nehmen. Und halt diese zwei Leuchten. Auch hier zwei Leuchten verlinke ich euch, welche ich hier verwende. Und dann habt ihr eigentlich ein sehr solides, sehr gutes Setup, mit dem ihr wirklich gut starten könnt. Und vor allem, es ist immer erweiterbar und hat den größten Vorteil, wenn ihr doch mal größer werdet, könnt ihr die meisten Dinge auch bei größeren Kameras verwenden, so dass ihr keine doppelten Käufe habt oder irgendwelche Fehlkäufe. Was mir aber ganz wichtig ist, dass ihr mit dem ganzen Kram erst dann anfängt, wenn ihr euch unter Wasser sicher und auch gut fühlt. Denn es bringt nichts, einen OWD-Kurs zu machen, sich direkt eine Kamera zu kaufen, denn dann habt ihr erstmal noch mit euch selbst zu tun und ihr solltet lieber die Zeit in eure guten Skills und Training investieren, dass ihr euch dann wirklich auf die Unterwasserfotografie oder Filmerei konzentrieren könnt. Also lasst euch lieber ein bisschen Zeit und speichert euch diese Eindrücke im Kopf ab. Wenn wir euch helfen sollen im Thema Skills oder auch vielleicht in der Unterwasserfotografie, meldet euch bei TechWaters, denn wir helfen euch, in dem Bereich besser zu werden. Wie gesagt, lasst mir gerne in den Kommentaren mal eure Infos, was euch noch interessieren würde zum Thema Unterwasserfotografie oder Filmerei. Und dann bis zum nächsten Mal.